Sein Siegerpokal ist 3 Millionen Dollar schwer. Der 16-jährige Kyle Giersdorf aus den USA, Spielername Booga, hat die erste Fortnite-Weltmeisterschaft der Geschichte gewonnen. In dem Survival-Game springen die Spieler über einer Insel ab. Dort sammeln sie Waffen, Ausrüstung und Rohstoffe. Ihr Ziel im sogenannten Battle-Royale-Modus, so lange wie möglich zu überleben. Dieser Nervenkitzel, das Herz fängt an zu pochen und dann will man unbedingt auch der Beste sein, wenn man es schon so weit geschafft hat. Und das Spiel entwickelt sich immer wieder weiter. 24.000 Zuschauer hatten für die Fortnite-WM Tickets für das New Yorker Flushing Meadows Stadion ergattert, wo sonst bei den US Open Weltklasse-Tennis gespielt wird. Millionen sahen live im Internet oder vorm Fernseher zu, wie sich Booga souverän gegen 99 Profi-Zocker durchsetzte. Rund 250 Millionen, meist sehr junge Zocker, sind für Fortnite registriert. Einer von ihnen ist Felix. Der 13-Jährige bewundert zwar die Profis, darf selbst aber nur mit Zeitlimit zocken und bleibt realistisch. Ich würde sehr gerne mal da spielen, aber dafür bin ich noch zu schlecht. Und es wird halt auch sehr viel Übungszeit brauchen. Aber ich finde auch die Preisgelder ein bisschen sehr hoch in der WM. E-Sport-Profis können auch mit anderen Videospielen viel Geld verdienen. League of Legends oder Dota 2 etwa machen unbekannte junge Sportler über Nacht zu Millionären. Die Fortnite-WM mit insgesamt 30 Millionen Dollar Preisgeld setzt aber neue Maßstäbe. Der jüngste deutsche Teilnehmer war mit 13 Jahren Lion Light Krause. Er erreichte zwar nur Platz 80, doch er ging, wie jeder qualifizierte WM-Spieler, mit 50.000 Dollar nach Hause.